Servus und hallo, mein Name ist Roland Elias und herzlich willkommen zu Steuern mit Kopf. Steuern spart, wer Steuern plant. Im letzten Video bin ich ja schon auf das Thema Ertragssteuern eingegangen. Heute geht es aber um ein anderes Thema und zwar Verkehrssteuern. Verkehrssteuern sind noch mit die Steuern, die am meisten zum Steueraufkommen in Deutschland beitragen. Das wären zum einen die Umsatzsteuer, die Grunderwerbsteuer und die Versicherungssteuer. Das sind zwar nur drei Stück von denen, die es in Deutschland gibt, aber mehr dazu im Video. Aber erstmal zurück zum Thema. Was sind eigentlich Verkehrssteuern? Verkehrssteuern sind zum Beispiel auch bekannt als Kostensteuern, weil sie sozusagen eine Ware nochmal zusätzlich verteuern und den Kostenblock sozusagen erhöhen. Aber was sind eigentlich Verkehrssteuern? Verkehrssteuern sind Steuern, die auf eine Transaktion anfallen, also auf einen steuerpflichtigen Vorgang, wie zum Beispiel eine Warendienstleistung, wenn man zum Beispiel einen Kaugummi kauft oder wenn man eine Dienstleistung in Anspruch nimmt, also zum Beispiel eine Beratungsdienstleistung von einem Steuerberater, aber zum Beispiel auch die Übertragung von Rechten. Das sind nur drei Beispiele, wie zum Beispiel Verkehrssteuern greifen und wie diese in Deutschland auch den Kostenblock bei privaten Haushalten und Unternehmen erhöhen. Aber welche Steuern gibt es eigentlich? Die Umsatzsteuer, wie es der Name sagt, fällt also auf einen Umsatz an. Doch was ist eigentlich ein Umsatz? Ein Umsatz ist zum Beispiel die Verschaffung der Verfügungsmacht von Waren. Also zum Beispiel Waren, wenn ich einen Kaugummi kaufe. Die zweite Variante ist dann zum Beispiel bei Dienstleistungen. Auch hierauf fällt die Umsatzsteuer an. Wo die Umsatzsteuer auch noch anfallen kann, ist bei bestimmten Rechten oder wenn diese übertragen werden, dann können diese auch der Umsatzsteuer unterliegen. Jetzt ist es aber so, dass nicht jeder Umsatz in Deutschland der Umsatzsteuer unterliegt, denn es gibt bestimmte Waren, also Dienstleistungen und Warenlieferungen, die steuerbefreit sind. Da wären zum Beispiel nur die Dienstleistungen von Ärzten, eine Vermietungsdienstleistung oder auch die Zinsen auf der Bank, die im Normalfall steuerfrei sind. Die Umsatzsteuer soll sozusagen jeden Umsatz in Deutschland besteuern und damit sozusagen jede Transaktion steuerpflichtig machen. Doch worauf fällt die Umsatzsteuer eigentlich an? Jede Ware oder jede Dienstleistung hat einen Nettowert. Auf diesen Nettowert, auch genannt das Entgelt, fällt dann die Steuer an. Diese Steuer erhöht dann den Wert der Ware auf den Bruttowert. Und der Bruttowert ist das, was der Endkunde, also der normale Verbraucher, am Ende zahlt. Jetzt gibt es in Deutschland aber unterschiedliche Steuersätze. Um nur einige zu nennen, der Regelsteuersatz in Deutschland beträgt 19%. Das heißt, auf jedes Produkt, das wir sozusagen als Arbeitnehmer in Deutschland herstellen, werden nochmal 19% Umsatzsteuer erhoben, die sozusagen eine Ware um 19% verteuern. Es gibt dann noch zum Beispiel einen ermäßigten Steuersatz, der zum Beispiel bei Hoteldienstleistungen anfällt, in Höhe von 7%. Und dann gibt es noch bei Land- und Forstwirten weitere Steuersätze, zum Beispiel in Höhe von 10,7% und 5,5%. Die Umsatzsteuer ist aber nicht die einzige Verkehrssteuer, die wir in Deutschland haben. Eine weitere Verkehrssteuer in Deutschland ist die Grunderwerbsteuer. Die Grunderwerbsteuer ist eine Landessteuer. Das heißt, sie wird von den Ländern selbst festgelegt. Das heißt, jedes einzelne der 16 Bundesländer kann selbst entscheiden, wie hoch die Grunderwerbsteuer ist. In Bayern zum Beispiel beträgt sie 3,5%, in Berlin hingegen 6,5%. Das ist natürlich unterschiedlich von Land zu Land, aber das ist sozusagen der Korridor, in dem sich die Grunderwerbsteuer in Deutschland bewegt. Jetzt ist natürlich die Frage, auf was fällt die Grunderwerbsteuer eigentlich an? Die Grunderwerbsteuer fällt auf die Übertragung von Grund und Boden bzw. bei Gebäuden an. Das heißt, jedes Mal, wenn ein Grundstück oder ein Gebäude innerhalb von Deutschland veräußert oder angekauft wird und dadurch ein Rechtsträgerwechsel stattfindet.
Eine weitere Verkehrssteuer in Deutschland ist die Versicherungssteuer. Die Versicherungssteuer beträgt heute ungefähr 4% des Steueraufkommens in Deutschland. Das heißt, hier sind dann doch einige Milliarden dahinter. Der durchschnittliche Steuersatz der Versicherungssteuer beträgt so zwischen 13,2 und 19%. Es gibt zwar einige Abweichler, aber die meisten Versicherungssteuern bewegen sich eben zwischen 13,2 und 19%. Steuerpflichtige Versicherungen sind zum Beispiel die Feuerversicherung, die Hausratversicherung oder auch die Unfallversicherung. Steuerfrei hingegen sind zum Beispiel die Lebensversicherung, die Pflegeversicherung, die Rentenversicherung, die Arbeitslosenversicherung oder auch die Berufsunfähigkeitsversicherung oder Erwerbsunfähigkeitsversicherung. Diese Versicherungen sind nicht der Versicherungssteuer zu unterwerfen. Die Bemessungsgrundlage der Versicherungssteuer ist das Jahresentgelt. Das heißt, das Jahresentgelt ist die Summe aller Beiträge, die man innerhalb eines Jahres zahlt. Darauf wird dann ein Steuersatz erhoben. Dieser liegt normalerweise, wie gesagt, zwischen 13,2 und 19%. Ich weiß, es waren jetzt nicht alle Verkehrssteuern hier aufgezählt, denn um nur eine zu nennen, es gibt ja auch noch die Finanztransaktionssteuer, die immer wieder in der Diskussion ist. Ob sie jetzt oder wann sie jetzt eingeführt wird in Deutschland, ist natürlich eine andere Frage. Es gibt natürlich auch noch weitere Steuern, die im Bereich Verkehrssteuern interessant sind, doch diese sind normalerweise nicht in dem Volumen in Deutschland zu zahlen, dass sie so jetzt in diesem Video Beachtung finden würden. Ich habe mich jetzt in der Runde auf diese drei Arten beschränkt, um sozusagen einen Überblick zu schaffen, was eigentlich Verkehrssteuern sind. Um es jetzt also nochmal zusammenzufassen. Die Verkehrssteuern besteuern in Deutschland eine bestimmte Transaktion. Also könnte man es im Grunde so zusammenfassen, sobald man irgendwas verkauft oder ankauft oder eine Dienstleistung in Anspruch nimmt, muss man eine dieser drei Steuern zahlen. Diese wären jetzt also die Umsatzsteuer, die sozusagen als allgemeine Steuer auf alle Waren und Dienstleistungen anfällt, damit man sozusagen alles besteuern kann. Die Umsatzsteuer beträgt 19% oder 7%. Die Grunderwerbsteuer hingegen fällt nur bei der Übertragung von Grundstücken, Gebäuden oder grundstücksähnlichen Rechten an. Die Versicherungssteuer hingegen fällt nur bei Versicherungen an. Aber auch nicht alle Versicherungen sind der Versicherungssteuer zu unterwerfen. Ansonsten, wie immer, solltet ihr weitere Fragen zu bestimmten Steuerarten haben, also zum Beispiel eine Frage zur Umsatzsteuer, dann stellt sie einfach unten in den Kommentaren. Ich werde sie im Laufe der nächsten Videos dann bearbeiten und beantworten, denn wie gesagt, das ist jetzt ein reines Überblicksvideo, damit man mal weiß, was sind eigentlich Verkehrssteuern. Sollte euch das Video gefallen haben, würde ich mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Es kommen noch wesentlich interessantere Themen und wesentlich umfangreichere Themen auf euch zu. Mein Name ist Roland Elias, das ist Steuern mit Kopf und Steuern spart, wer Steuern plant.